In diesem kleinen Städtchen haben wir nur ganz am Anfang von Midway reingeschaut. Aber jetzt schauen wir uns dann natürlich genauer an. Und würde sagen, wir gehen erstmal zu Doc Lewis und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Und wir haben einen Ausdauer-Smash gegen Little Mac. Okay. Wird das Lauftempo für Gegner und erhöhte Abwehr für Gegner. Passen wir unseren Geist auf jeden Fall mal an. Weil wir haben ja hier... nehmen wir mal Bomberman. Und erhöhen unsere Ausdauer. Wir haben jetzt hier Marv. Einen der drei Charaktere, die wir das letzte Mal freigeschalten haben. Nein, vier sogar. Vier. Wir haben Bowser, wir haben Captain Falcon, Marv und den Bewohner. Okay, jetzt will er es aber wissen. Boah, hat er echt geblockt. Komm. Oh, das war sein K.O.-Punch, ne? Und den Lader, den er da hat, Alter, da hat er mal ordentlich abgezogen. Das ist der Ultra-Smash von... Nein! Oh, jetzt hat er mich ja selber rausgeballert. Ja, das ist natürlich nicht so klug, Marv. Eigentlich wollte ich ihn dauernd aus der Stage rausschupfen, aber irgendwie... wollte das gerade nicht so. Okay, jetzt ist es schon mal schneller von mir aus. Da muss aufpassen, wenn er eben seine K.O.-Phase da hat. So einen starken Angriff. Okay, das K.O.-Ding ist wieder... weg und zammern gleich. Das Publikum ist halt so richtig schäbig wie in jedem anderen Sportspiel auch. Das sehe ich gerade. Also das schaut. Das Boah, nee. Nein! Boah. Ja, genau. Alter. Ja, fortsetz. Er trägt wieder aufs Maul. Was ist denn los? Nur weil sich seine Werte extrem erhöhen. Brutal, übertreib halt. Ha. Jetzt aber, komm. Yes, haben wir ihn halt rausgeballert. So wie es am Anfang wollt. Aktivitätsleiter Geister, Doc Lewis. Ist glaube ich auch das Punch-Out. Hat ja gepasst mit Little Mac. Haben wir den ersten Geist hier schon mal besiegt. Sehr gut. Machen wir mal weiter im Dörfchen. Warum sind auch so 1000 Geister? Eieiei. Gut, wir können Doc Lewis jetzt besuchen. Oil Panic. Tsubasa Uribe. Ja, machen wir mal gegen die Tsubasa. Helfer-Trophäen machen uns das Leben schwer. Wo ist denn hier mein Helfer-Trophäen-Schreck? Oh, gut, Spezialstand können wir mal so lassen. Mein Trophäen-Schreck war weiter oben, ne? Da. Genau. Oder Helfer-Schreck. Dann kriegen die einfach ein bisschen mehr Damage und sind schneller da draußen. Und einmal gegen... ja, Inkling. Ja gut, solange jetzt bloß die Helfer-Trophäe ist, sag mal, die geht ja. Dann hat er bloß den Bildschirm kleiner. Und raus mit dir. Ja, das war zu easy. Oh, Level 99 Evolution. Ja, dann muss ich noch ein paar von denen mal leveln. Bestimmt dann ewig stark oder teilweise werden die echt brutal. Okay, da ist ein Türchen, da kommen wir noch nicht durch. Ah, da ist eine Truhe. Tiefes Atmen. Machen wir das mal, passen wir das Ganze mal. Wie fit Trainer-Team, okay.
Jetzt machen wir jetzt nochmal den Kämpfer zu Captain Falcon. Ja. Was für Outfits haben wir denn? Wir haben das normale, wir haben schwarz, wir haben rot, wir haben grün, wir haben dunkelblau, weiß-pink und orange. Ich bin so ein Fan von den schwarzen Outfits. Ich weiß nicht warum. Die sehen einfach immer so cool aus. So schön badass-mäßig. Das ist. So, Geister. Den mal rein. Armangriffe, physische Angriffe, Lipstick. Ja. Komm, gegen Swifit Trainerinnen-Team. Smash auf Zeit erhöht die Abwehr für Gegner. Gegner heilt sich fortlaufend. Eieiei. So, okay, wenn wir bloß die Attacke einsetzen. Nein! Oh, jetzt haben die mich da auch rausgehauen. Nochmal. Das war jetzt Pech. Aber die Taktik war nicht schlecht. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu sehr am Rand stehe. So. Erstmal. Ein Sonnengruß, Alter. Wie mit dir Beispielen oder was? Jetzt aber. Falcon Kick. Hat nicht geregelt? Na, Scheißdreck, du. Boah. Jetzt komm schon. Mädel. Jetzt aber. Mein Gott. Aber der Falcon Punch war nice, dass er schon mal zwei getroffen hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das erste Mal war ein bisschen failig, weil ich mich zu sehr am Rand aufgehalten habe. Aber ich dachte, es klappt, ne? Jetzt bekommen wir hier Lernjuwel, ne? Sehr schön. Da gehst du gleich zum nächsten Charakter. Ein Homer-Sinner, glaub mal. Captain Wild World. Ausdauer-Smash. Reduziert die KP der Gegner auf 0. Ja, dann. Was haben wir hier? Min-Min. Fahrtheilung. Ausdauer, Ausdauer. Yes. Schauen wir mal. Luigi ist unser Gegner, ne? Habe ich es richtig gesehen? Yo. Schauen wir mal, wie viel Ausdauer der Kollege hat. 140. Oh ne, der hat den jetzt als Helfer. Fieser an dem ist einfach, wenn der mich hat, dann kann er mich ins Austragen. Nein, raus, raus, raus. Man kann sich da halt so leicht raus befreien, zum Glück. Jetzt aber, ha, weil Luigi an sich ist kein Gegner. Nur der blöde Bus nervt. Aber jetzt können wir endlich den Busfahrer nehmen. Yes. Stimmt. Jetzt haben wir das ja endlich. Nice. Jetzt können wir mit dem Bus mal weiterfahren. Sehr gut. Sehr cool. Und jetzt haben wir einen Busfahrer. Genau, den habe ich gemeint. Dass wir den jetzt nutzen können. Nice. Da war noch eine andere Stelle, oder? Da unten rechts. Auf jeden Fall können wir ihn jetzt nutzen. Und wir befreien den Inkling. Ja, dann hauen wir her. Passen wir mal an hier. Octoling. Ja. Oder wenigstens hier noch irgendwas Cooles. Armangriff. Ja, aber Captain. Spezial unten. Dann geben wir mal die Laufrahme. Komm. Inkling gegen Octoling. Ich meine, ich muss mal das Platoon DLC weiter spielen. Na. Ja. Na, ja, jetzt. Ich lauf halt einmal meinen Falcon Punch rein. Da unten ist der Mietsrichter, sehr schön. Jetzt komm. Jetzt. Mal ein bisschen Abstand wieder hier reinholen. Komm schon, Inkling-Mädel.
Lass mich raus. Boah. Jetzt aber. Hahaha, siehst du wohl nur Sterne. War schlecht. Inkling kämpft nun mit. Sehr schön. Oh, Haufenelf für den Octoling. Sehr gut. Sehr schön. Haben wir den Kämpfer schon mal, der hier ist? Sagen wir mal die Traktor-Trailer. Machen wir den mal platt. Der Spezialseitwärtsgegner ist stärker. Gegner setzt auf den Spezialseitwärts ein. Ja, komm. Machen wir mal weiter damit. Wir haben schon mal mehr Punkte. Sind effektiver dagegen. Und es ist halt nur Morten. Ja. Spezialseitwärts bei dem war, glaube ich, die Kanone. Nee. Genau. Weil Spezial unten war das Krokodil. Yes! Nimm das. Erhöhte Bremskraft auf dem Boden. Okay. Ah, das wäre bei so Sachen wie Rutschdingern ganz gut, ne? Und nicht schlecht. Aber momentan schalten wir echt viele Charaktere frei, ne? Nachdem wir längere Zeit ein bisschen Durststrecke hatten gefühlt. Und GameCube-Häuschen, N64-Häuschen. Habe ich ja schon mal das letzte Mal gesagt, wo wir hier waren, ne? All Panic. Rutschalarm. Bremsen ist fast unmöglich. Ja, das kann man jetzt anpassen. Wall Yoshi. Bremskraft. Jo. Genau. Spezialstandard. Ja. Passt. Komm, Captain Falcon, regel mal. Die Musik ist ganz cool. Okay, zwei sind schon mal raus. Gut, dass wir den Weg so gegangen sind, ne? Boah. Boah, wie viel Schaden ich jetzt schon habe. Ja, genau, haut sich selber raus. Das ist gut. Okay. Ich weiß ja gerade nicht, was ich gemacht habe, aber okay. Macht immun gegen Klebeböden. Ah, sehr schön. Also musst du den Klebeboden bloß gescheit einhüllen und dann klebt er nicht mehr. Heimwerker-Tipp. For free. Gratis. Hier kriegst du, ne? Sehr gut. Kyle Hyde. Findet. Ja gut, gehen wir mal unten weiter. Sonic. Im Kampfverlauf, Spielbildschirm steht plötzlich Kopf, Ausdauer Smash. Okay. Und der Xerneas ist ganz nice. Xerneas habe ich gesagt. Kopfstandsschutz und Ausdauer. War das ein Ausdauer Smash? Wollen wir mal gucken. War das ein Ausdauer Smash? Ja, okay. Passt. Hau rein. Kopfstandschutz ist halt wichtig und Ausdauer. Eine Teilverwandlung für Gegner von mir aus. Bei Ausdauer Smash finde ich. Yes, rennt mir halt voll rein. Na, komm mal runter hier, komm. Okay, soll ich nicht zu oft spammen, aber das war's schon, lieber Sonic. Das war's schon. Er war kurz vor seiner Ulti. So eine komische Fuchsfledermaus, oder was sein soll. Fuchsfledermaus. Okay. Und die Fuchsfledermaus auch mal besiegt. Pauline, okay. Beides so stark. Ja, machen wir mal Pauline hier, komm. Sie ein Hauptgegner, um zu gewinnen. Gesenkte Sprungkraft für dich. Gegner erhält im Kampf Verstärkung. Habe ich da nichts Größeres im grünen Bereich? Doch.
Luftangriffe werden stärker, schauen wir mal. Peach ist unser Gegner. Mario und Donkey Kong auch noch. Ach, stimmt. Oh, jetzt kennen wir auch eine Stage, die ich nicht mag. Ja, Mario, klar, dann haben wir ja moin. Ah, New Donk City. Na, Peach haut natürlich ab. Ah, ich mag die Map halt nicht. Ja, Revanche. Ich mag die Map nicht. Die ist zu groß und zu... Kannst nicht wirklich was machen mit den einzelnen Elementen. Das ist echt dumm. Ah, wir haben sogar ein Zeitlimit. Ah, fuck. Das sehe ich gerade. Peach, komm mal her. Boah, irgendjemand hat so ein Zeitlupending aktiviert. Peachy, Mausi, komm her. Boah, das ist so ein vierstelliger Geist, den ich halt gar nicht leiden kann. Jetzt schon nicht mehr. Liegt aber nur an der Map. Alles andere wäre auch zu einfach gewesen, ne? Peach, hallo. Na gut, hauen wir schon mal Donkey Kong raus, wenn es klappt. Aber es nützt mir nichts, weil... Ah, ja. Okay, lass mal das. Ist mir zu doof, der Weg. Momentan ist er mir zu doof. Aber es könnte auch sein, dass ich vielleicht mal für mich privat ein paar von den 4-Sterne-Dudes mache. Jetzt haben wir auf jeden Fall da mal einen Schalter. Was macht der? Ah, macht uns Tor auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, kann noch weiter in den Osten rein. Ah, jetzt sind hier... Eigentlich möchte ich ja bloß da oben links den freischalten. Da muss ich, glaube ich, ein Kraftwerk was machen, weil das ausschaut wie so ein Tor. Sebastian Totori. Oh, mal Keilheit. Nebelalarm. Erschwert es sich auf dem ganzen Spielfeld. Nebelschutz. Rein da. Snake ist, glaube ich, unser Gegner, wenn ich es richtig gesehen habe. Yo. Was mit der erschwerten Sicht? Hm, ich keine Probleme. Ja, Snake, mach dich gleich mal selber kaputt. Ich meine, alle Kämpfe, die wir gegeneinander hatten, waren ja jetzt nicht so der Knaller. Das schaut sehr nach US-Großstadt aus hier, ne? Ich komm halt her. Sehr gut. Na, Mist, ein bisschen zu früh gezündet. Entspannt die Musik halt ist. Sehr schön. Ja, gegen Snake bis jetzt keine größeren Probleme gehabt, ne? Kyle Hyde. Sehr gut. 2-Sterne-Geist. So, was gibt bei der Truhe? Detektiv Pikachu. Sehr cool. Besiegen den Hauptgegner, um zu gewinnen. Smash auf Zeit. Siege innerhalb des Zeitlimits. Lauftempo. Ja, Lauftempo, komm. Wir müssen ja schnell sein. Vor allem gegen den Meister Detektiv Pikachu. Ich freue mich schon so dermaßen auf den Film. Wenn der dann mal kommt. Nur am Abhauen hier, oder was? Nee. So, auf das Pikachu hier konzentrieren. Boah, holt er mich wieder runter mit dem Donner.
Ja. Na toll, das war schon mal nicht. Ja, den blöden Hut auf fällt mir gerade auf. Ah. So, schauen wir mal. War es das? Nein, das war das andere. Ja, gut, wir haben noch ein paar Sekunden. Jetzt aber. Armes Pikachu. Armes Pikachu, voll den Kinnhaken. Wieder Nebelschutz, weil Detektiv Pikachu den Durchblick hat, ne? Scheint so. Scheint so. Detektiv Pikachu hat den Durchblick. Jetzt kommen wir zumindest mal ran an die Truhe, die es bewacht hat. Luigi-Mütze, ja toll. Das ist wie die Kleidung bei Forza Horizon. Braucht keine Sau. Außerdem möchtest du natürlich dein Mii verstärken. Ja, komm, Twintel. Starke Smash-Angriffe, setzt auf Smash-Angriffe ein. Gegner startet mit einem Bohrer. Gut, erstmal Kämpfer wechseln. Ja, wieder Bock auf Bowser. Doch, ich weiß, Bowser war sehr dominant letzte Folge, aber ist so. Sowas wie hier, was haben wir letztes Mal? Bewohner. Unser Peach, ja, nee. Ist nicht so mein. Ist nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so mein Fall von Charakteren. So. Crowdon, yo. Stimmt, ich könnte mal ein bisschen entwickeln. Komm, wir trainieren dich jetzt mal, Kollege. Schaffen wir hier auf 99? Ich möchte mal wissen. Yes. Evolvierbar. Yo, hau rein. Hau rein. Yo, Proto-Crowder, nice. Feuer- und Explosionsabwehr erhöht. Sehr schön. Wir stärken dich noch ein bisschen. Ja, komm, mach mal voll, wenn's geht. Mach mal voll, wenn's geht. Wir haben ja hier genug Snacks. Dann machen wir jetzt einfach mal zum Ende der Folge. Wird es wahrscheinlich nicht komplett reichen, aber... Obwohl. Doch, wird reichen. Sehr schön. Alter, wie stark das jetzt ist. Nice. I like it. Ja, holen wir uns einen Sprung mal. Jetzt haben wir Proto-Crowdon. Twintel, oh, das war so ein... Ja, ich war mir klar, dass du den gleich fast saust. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Versteckt leichte Abwehr in der Luft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, Nintendo 64 Zeichen. Ja, cool. Jammer. Jammern, Alter. Kampfverlauf. Sturmwarnung. Lass dich nicht fortwehen. Der Gegner jagt nach Items. Sturmschutz. Goku und Chao. Na guck, da haben wir ja ganz indirekt so ein Goku und Chi-Chi drin. Ja, so ein Goku. Ja, Dragon Ball ist eigentlich die Geschichte des Affenkönigs aus dem Japanischen, glaube ich. Der nach Westen reist. Auf so einer Wolke. Mit seinem Stab, um da was zu erleben. Sturmschaden kann. Oh, ich hab das Erzschwert. Ich hab's gehabt. Du bist weg und du bist auch weg. Sehr schön, er kann Bowser auch mal ein bisschen ausrasten. Verstärkt leicht die Aura-Angriff von Lucario. Ah, okay. Wobei der Yama mit Pokémon nichts zu tun hat. Also, mir kommt er nicht bekannt vor, sagen wir es mal so. Außer er ist ein Charakter, der halt vielleicht irgendwas hat, um Lucario zu verstärken, aber nicht namentlich genannt wird. Gibt's ja auch, ne?
Wir waren da oben schon? Ah, das ist das Gebiet. Jetzt check ich's. Okay. Dachte schon. Nebulo. Sie den Hauptgegner, um zu gewinnen, erhöht die Schwerkraft für alle. Okay. Starke Schwerkraft. Haben wir da irgendwas? Ausdauer brauche ich nicht. Na gut, wir sind eh schwer mit Bowser. Schauen wir mal. Nebulo, der ist auch aus Super Paper Mario, glaube ich, oder? Du hast einen Raketenrucksack gehabt. Der steht auch was dran, ne? Aber jetzt ist er down. War das gerade ein... Das war ein KP-Fight. Deswegen haben die mir dauernd Ausdauer angezeigt. Naja. Das war's. Und die Meta Knight haben auch nichts dagegen zu setzen gehabt, gefühlt, ne? Also, da geht mehr. So, geht's hier durch? Na, hier rüber. Sehr gut. Dann probiere ich doch mal. Jetzt haben wir den einen Kampf. Den Tutori. Machen wir den mal, oder? Ich siege wieder den Hauptgegner. Es erscheinen nur bestimmte Puppen aus Pokébällen. Der Gegner hält im Kampf Verstärkung. Waffenresistenz. Machen wir das mal. So. Ja, mit Bowser regel ich halt, ne? Sebastian Tutori. Ja, irgendein Mies-Spiel wieder mal. Oh ne. Melodia. Jetzt aber Kinnhaken. Dich schnappe ich mir auch noch und mach dich nieder. Kampfbeginn mit Franklin Batch. Leitgeschoss zurück. Ja, das haben wir im letzten Part, glaube ich, gegen Ho-Oh mit Glück ja angehabt. Pikachu. Das ist letzter Part? Vorletzter Part. Genau, hat es ein paar von den Curry-Dingern da zurückgeschleudert. Ja, und das, ja, da muss ich mir überlegen, wie ich es mache. Vielleicht auch mit stärkeren Stickern mal später. Weil der ist echt schon bockstark, ne? Jetzt eigentlich hier in der Stadt bis auf Jeff noch jemanden. Was wir mal probieren könnten, wäre das mit dem Bus. Wo war denn der Bus nochmal? Wo war denn der Bus nochmal? Jetzt bin ich total verwirrt. Ah, da war der ganz links, ne? Ja, genau, der war da ganz links. Lass mit dem Bus mal jetzt mal schauen, wo der uns noch hinträgt. Können wir mit der... Ne, Hela. Ich brauche die andere Röhre. Oder? Ne, das ist die, die mich dahin führt. Ach, das war bloß mein Anhaltspunkt mit der Röhre jetzt. Nun können wir das hier nutzen. Nehmen wir jetzt den Busfahrer. Zeigen wir uns mal, wo es hingeht. Ich hoffe, zu dem einen Ort, wo noch ein Kämpfer über war, wo wir noch nicht hinkonnten vor das letzte Mal. Ja, wie ich halt mal recht gehabt habe. Yes. Dankeschön. Melinda, ja, dann holen wir uns die da auch noch. Ja, Entschuldigung. Voll verdrückt. Ich habe den Controller gerade anders gehalten, deswegen bin ich aussehen auf den Home-Button gekommen. Komm, Melinda, Mädchen, hey, holen wir uns noch. Ist nicht ihre Angel ein? Der ist schon ordentlich kassiert, Alter. Jetzt aber, Alter, was die schon hart einstecken müssen. Tut mir echt leid, Melinda. Aber heute Abend gibt's Hund in der Pfanne. Ein Spaß. Melinda kämpft nur mit, sehr gut. Die muss ich auch mal ausprobieren. Weil viele regt's ja auf, ne, Melinda oder die Bewohner oder so. Ja. Aber sehr gut. Haben wir noch einen neuen Kämpfer? Und da wird der Weg frei. Jetzt sind wir wieder eine Runde rum, ne?
Mehr oder weniger. Wenn man auf die Karte schaut, sind wir jetzt fast einmal im Kreis gelaufen. Hihi. Ah, wir können im Menü was machen. Wissensbaum. Was willst du mir denn für Wissen vermitteln? Wir haben 80 Punkte. Wir hatten irgendwo das letzte Mal was mit 80. Genau. Leicht spezialte Giftresistenzen. Ja, machen wir mal das hier. So ein Gift. Wir haben ein paar Giftresistenzen so Start. Deswegen, jo. Läuft das? Schade, dass man den Baum, diesen Wissensbaum nicht im Ganzen sehen kann. Dann könnte man wissen, wie viel noch fehlt pro Seite. Aber okay, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben mal wieder, ja, gut Fortschritt gemacht, würde ich sagen. Wieder zwei Charaktere geholt und damit sind wir ziemlich gut aufgestellt. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was da gibt, ein Abo natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus und für dich.